Hey zusammen, damit ein ganz unglaublich herzliches Willkommen zum Motoblog live von der HMT in Hamburg. Hamburger Motorradtage in Hamburg, das war schon mal blöd. Ist egal. Ich habe Mario getroffen. Mario, herzlich willkommen. Du bist Staffelleiter der Motorradstaffel Johanniter Hamburg. So ist das richtig. So ist es richtig. Wir haben es auch vorher geübt, damit ich das hinkriege. War ein bisschen schwierig für mich. Mario hat sich Zeit für uns genommen, um uns mal zu erklären, was der Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, zivilen Motorrad zu dem ist, womit die unterwegs sind. Weil, mal ganz ehrlich gesagt, wir sehen die Dinger nur, wenn sie mit Blaulicht irgendwo an uns vorbeifliegen und sagen, wow, ja, war interessant. Aber welche Details, welche technische Ausstattung dahinter steckt und vor allem, was deine Arbeit ausmacht, das würde ich ganz gerne mal mit dir heute durchgehen. Ja, gar kein Problem, das können wir gerne machen. Okay, lass uns doch mal technisch anfangen. Wir beginnen an einem Motorrad, an dem wir irgendwo rankommen. Wenn du magst. Da hätten wir die 650. Gerne. Dann gehen wir mal an die F650. Genau, also hier haben wir eine BMW F650. Die hat 48 PS, ist ein Einsitzer. Bei den meisten Motorradstaffeln ist es eigentlich so, dass die Fahrzeuge grundsätzlich Einsitzer sind. Das heißt, da wo normalerweise der Sozius sitzen könnte, kann keiner sitzen, weil da der Funk und die Sonderheitsanlage verbaut ist. Genau. Der Unterschied zum zivilen Motorrad ist, ich glaube, erstmal die Farbgebung. Das fällt schon mal ein bisschen auf. Da möchte ich gleich reingreifen. Farbgebung. Wir dürfen zivile Fahrzeuge mit bestimmten Farbkombinationen gar nicht ausstatten. Doch, die Farbkombination darfst du nehmen. Aber ich sag mal, oder anders, würdest du dir so ein Ding zu Hause hinstellen? Würdest du damit fahren? Mit Blaulicht? Nee, ohne Blaulicht. Nein. Siehst du? Okay. Deswegen, genau, also wir haben schon eine relativ auffällige Beklebung. Da auch nochmal Dank an die Firma Gerken Werbetechnik. Weil das Ding ist natürlich, jeder Biker weiß, man wird gerne mal übersehen. Und wir versuchen halt rauszuholen, was geht, gerade an Sicherheit. Sei es, dass wir Reflex-Felgenbänder dran haben, dass wenn du sie seitlich anstrahlst, du auf jeden Fall siehst, dass da was Größeres steht. Diese Reflexbeklebung an den Koffern, der Schriftzug ist reflektierend. Also wir versuchen an Sicherheit alles rauszuholen, was geht, plus unsere Schutzkleidung. Ansonsten, was macht das Motorrad anders als eine zivile? Wir haben deutlich mehr Material drin und wir haben auch Material drin, was, ich sag mal, der normale Motorradfahrer, wenn er nicht gerade irgendwie nebenbei im Rettungsdienst arbeitet, das führen wir halt mit uns. Sei es Beatmungsbeutel, sei es Atemwegshilfen, Zugänge, Möglichkeiten, stark spritzende Blutung schnell zu stoppen. Je nachdem, welche Qualifikation bei uns fährt, haben wir auch Medikamente mit. Also ist die Maschine zufällig ausgestattet? Also bei der tatsächlich. Schau mal da mal rein. Ja, warte, richtigen Hebel ziehen. Genau, hier haben wir ein bisschen Material. Das ist sozusagen unsere Schnellangriffstasche. Da sind Toolpacks drin, also für Frakturen, für Brüche. Wenn man sich mal übergeben muss, damit das nicht unbedingt auf die Straße oder auf die Schuhe geht. Und hier ist zum Beispiel alles an Material drin für den Kreislauf, Zugänge, Material, um Frakturen zu schienen. Ich versuche das jetzt mal hier auf dem Seitenkoffer. Genau, also hier kann man sehen, wir haben schon ein bisschen mehr Material dabei. Und da bei uns die Motorräder grundsätzlich immer im Zweiergespann fahren, haben wir das ganze Material doppelt. Also wir können dann auch zur Not zwei Patienten parallel versorgen. Welchen Hintergrund hat es, dass ihr zu zweit fahrt? Spätestens wenn du zum Beispiel zu jemandem hinkommst, der eine Herzrhythmusbelebung braucht, da brauchst du auch einfach Manpower. Ja, weil du musst ja 30 Mal eine Herzdruckmassage machen, dann zwei Beatmungen. Wir arbeiten ja, ich sag mal, mehr als der normale Leinhelfer. Wir arbeiten auch mit Hilfsmitteln. Wir arbeiten mit Beatmungsbeuteln, mit dem Larynx-Tubus. Wir legen Zugang für Medikamente. Dann haben wir noch unsere EKGs oder unseren AED. Also das heißt, wenn der Patient einen Herzrhythmus bietet, der mit Strom behandelt werden muss, dann machen wir das auch. Da bist du mit zwei Mann deutlich besser bedient. Auch um halt die Qualität der Herzdruckmassage relativ hoch zu halten. Weil nach den Richtlinien sollst du nach Möglichkeit alle zwei Minuten den Helfer, der die Herzdruckmassage durchführt, austauschen. Ah ja. Um halt diesen Qualitätsstandard der Herzdruckmassage hochzuhalten. Ne? Okay, wieder was gelernt. Sehr beeindruckend. Muss passen. Bist du nicht willig? Ja, ja. Ja, genau, Presspassung. Schnell geht's raus, rein, eher nicht so. Ist egal, muss ja schnell rausgehen, das ist genau. Auf der anderen Seite hätten wir dann alles für die Beatmung. Ja. Das heißt, wenn wir Patienten haben,
Genau, also hier haben wir alles für die Atemwegssicherung. Wenn wir bewusstlose Personen haben, kannst du einen Güdeltubus reinsetzen, dass er die Zunge nicht verschluckt. Beatmungsbeutel, hier sind die Ladungstuben drin, eine Absaugpumpe. Also du siehst, wir haben ein bisschen mehr, als auch im normalen Kfz-Verbandkasten ist. Das ist sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Was haben wir hier vorne noch? Genau, hier ist so ein Stiffneck drin, so ein Kragen. Ja, da gehen gerade die Meinungen auseinander, ob man sowas am Verkehrsunfall anbaut oder nicht. Ja, wir haben es noch drauf. Es gibt viele Meinungen, die auseinander gehen. Beispielsweise auch dieses Helm abnehmen beim Motorradunfall. Mal ja, mal nein. Da kann man ja auch Bücher drüber schreiben, oder? Ja, aber es ist eigentlich ganz einfach. Der Motorradfahrer, wenn er gestürzt ist und er ist nicht so schwer verletzt, dann steht er auf, nimmt seinen Helm ab, schmeißt ihn in die Ecke und ärgert sich, weil das Moped zerkratzt ist. Viel schlimmer sind ja die Kollegen, die mit dem Motorrad stürzen und liegen bleiben. Aber da ist es eigentlich ganz einfach. Wenn er nicht ansprechbar ist, wird der Helm runtergenommen. Wird runtergenommen? Definitiv. Wenn er nicht auf dein, also wenn du hingehst und du ihn ansprichst und er reagiert nicht, nimmst du den Helm ab. Alles klar. Was du natürlich nicht machst, ist, dass du hingehst, den Helm abreißt und du sprichst ihn natürlich vorher an. Also du gehst von den Füßen her ran. Das vielleicht liegt auch auf dem Rücken und ist im ersten Moment einfach ein bisschen genervt oder frustriert, weil das Moped nur kaputt ist. Aber du gehst von den Füßen ran, das können wir euch auch gleich sonst gerne einmal zeigen. Du gehst von den Füßen heran, guckst ihn an, sprichst ihn an, schüttelst ihn mal vorsichtig. Wenn er nicht reagiert, dann muss der Helm runter. Alles klar. Gut, danke sehr. Dann einen weiteren Schritt an der Technik. Wir haben jetzt die Ausrüstung, das, was wir dabei haben. Welche technische Ausrüstung unterscheidet noch das Motorrad von einem zivilen, normalen Bike? Also bei der F650 ist es zum Beispiel so, die hat permanentes Abblendlicht. Das, was der Motorradfahrer, der auch schon älter ist, der das noch kennt, wo du selber das Licht angemacht hast, ja. An der Schaltarmatur rechts fürs Licht ist auf Stufe 1 Blaulicht, auf Stufe 2 das Horn. Genau, wir haben Funk auf dem Fahrzeug. Geht das Funk in den Helm? Ja. Kann ich euch gleich an dem anderen Fahrzeug zeigen. Hier ist eine Brechkupplung dran. Das heißt, hier gehen wir mit der Kabelverbindung ran zum Helm. Im Helm ist alles verbaut. Hier auf der Seite haben wir die Sprechtaste. Das heißt, während der Fahrt wird dann gefunkt. Wer funkt dich im Normalfall an? Die Leitstelle. Die gibt uns dann Einsatzaufträge, je nachdem, welche Veranstaltung wir haben. Ja, und dann fahren wir dahin. Dann arbeitest du halt über diesen Funkmeldestatus. Das heißt, ich muss dann, wenn die Leitstelle mir einen Einsatz verkauft haben, drücke ich die 3, damit er sieht, okay, ich habe den Einsatz entgegengenommen. Ich bin am Einsatzort, ich drücke die 4. Das kann er dann anhand dieser Zahlen, die ich drücke, ja letztendlich dann auch verifizieren, was genau gerade, also wo gerade bei mir Stand der Dinge ist. Ne? Genau, was wir noch gemacht haben bei allen Fahrzeugen ist, wir haben den Ram-Mount-Halter. Weil das Problem ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, in 2023 kaum einer benutzt noch ein Navi. Alles läuft mit dem privaten Handy. Deswegen hat jedes Fahrzeug auch eine USB-Ladesteckdose. Damit wir dann auch bei, je nachdem welchen Dienst wir haben, wir die bei Google Maps nutzen können zum Beispiel. Oder eben auch irgendwelche GPS-Tracker, die wir dann übers Handy machen, damit wir die Fahrzeuge auch effektiv bei Diensten ja, optimal einsetzen können. Ich glaube, wenn du so eine Navigation, so eine Unterstützung einfach hast, beruhigt dich das während der Fahrt noch mal mehr. Du hast etwas weniger, auf das du dich konzentrieren musst. Ganz genau, zumal wir, ich sag mal, wenn du so eine Veranstaltung nimmst wie die Cyclassics, da fahren wir durch Hamburg, dann fährst du auf einmal durch Stormarn, dann fährst du wieder durch Hamburg und dann geht es in den Kreis Pinneberg. Der eine oder andere kennt sich da nicht so ganz aus. Und gerade wenn du auch mit Blaulicht fährst, ist schon mal ganz nett, wenn du dann auch halt die Möglichkeit hast, kurz zu gucken, okay, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ja, ja, ne? Ja. Also genau, mit Blaulicht rechts rum, ach nee, doch nicht, links rum, ja, ist ein bisschen. Genau, blöd. Das ist verstehe halt. Ich. Okay. Genau, ansonsten bei der 650 wäre es das eigentlich gewesen an Besonderheiten. Ja. Bei dem Quad haben wir zum Beispiel noch zusätzlich eine Umfeldbeleuchtung angebaut. Das können wir uns auch gerne nochmal ansehen. Gehen wir doch wieder hin. Man sieht hier schon die Strahler. Wir haben einmal auf der Rückseite vom Koffer haben wir 2 LED-Strahler. Wir haben links und rechts 2 zur Seite und 2 nach vorne. Wir setzen das Fahrzeug auch zur Personensuche ein, zusammen mit der Rettungshundestaffel im unwegsamen Gelände. Und da wäre es natürlich auch ganz gut, wenn du schon ein vollgeländegängiges Fahrzeug hast, dass du eventuell auch mal im Dunkeln was sehen kannst. Also, ich kann dir das mal zeigen. Also, das macht schon mal ein bisschen Licht. Ne, vorne sind auch noch 2 Strahler. Da das Quad ja grundsätzlich mit 2 Mann besetzt ist, ach so, kann dann der Kollege oder die Kollegin, die vorne fährt, gucken, dass sie da sauber unfallfrei durch das jeweilige Gelände kommt. Und der Kollege, der hinten sitzt, oder die Kollegin kann dann halt eben gucken und Ausschau halten nach gegebenenfalls, wenn da jetzt eine Person gesucht wird oder so.
Die Grundausstattung auf allen Fahrzeugen, ob jetzt Motorrad oder auf dem Quad oder so, ist erstmal dieselbe? Ja. Oder? Ja. Genau, wie gesagt, das ist bei uns ein bisschen abhängig, je nachdem, welche Qualifikation bei uns fährt. Wir haben von Sanitätshelfern bis zu Notfallsanitätern alles bei uns. Wir haben auch einige Leute, die hauptamtlich im Rettungsdienst arbeiten. Und dann werden dann halt auch gegebenenfalls auf die jeweilige Streife Medikamentenboxen gepackt oder Ampullarien, dass wir dann auch bei gegebenenfalls, ja, bei bestimmten Notfällen auch dann arbeiten können und Medikamente geben können. Also im Grunde genommen einsatzgebietsspezifisch Zusatzausstattung. Genau, genau, genau. Also, und, also nicht nur das Einsatzgebiet, sondern auch welche Qualifikation da drauf sitzt. Okay, Qualifikation und Einsatzgebiet sind Zusatz der Grundausstattung auf dem Fahrzeug. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Das war sehr, sehr, sehr krass. Sehr geil. Du hast vorhin noch erwähnt, da vorne steht noch eine Maschine, die ihr selbst umgebaut habt. Genau. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Genau, also das ist eine XL1000V, eine ST01, eine Varadero aus 99, die bis vor 3 Jahren noch als ja, normales ziviles Motorrad über Hamburgs Straßen und Umland gefahren ist. Die konnten wir dank der Firma Q-Bike für wirklich einen guten Preis bekommen. Ja, und haben angefangen, das Fahrzeug auf unsere Bedürfnisse umzubauen und letztendlich vom zivilen Fahrzeug zum Einsatzmotorrad umgebaut. Ne? Also die Sonderrechtsanlage haben wir selber verbaut, das Funkgerät, die ganze Kabellage, eine Zusatzbatterie ist mitverbaut. Das befindet sich alles hinten im Topcase. Und das ist tatsächlich auch bei uns in der Staffel, wir haben das große Glück, dass wir 4 Motorräder haben dürfen und halt auch können. Wir haben jetzt auch ein Fahrzeug als Zweisitzer. Das heißt, bei einigen Diensten bieten wir halt anderen Helfern auch die Möglichkeit an, einfach mal bei uns mitzufahren und zu gucken, Mensch, was macht die Motorradstaffel eigentlich? Vielleicht kann man den einen oder anderen auch dazu motivieren, seinen Motorradführerschein zu machen, um, dass er dann bei uns mitmischt. Also ich bin letztes Jahr mit meiner Holden, mehrere Dienste sind wir zusammengefahren, unter anderem den Schlager-Move. Also falls du die NDR-Reportage gesehen haben solltest, genau, da hast du uns dann halt auch gesehen. Genau, oder wenn man mal einen Notarzt hat, der sagt, Mensch, ich würde ja gerne mal mit euch fahren wollen. Die Möglichkeit haben wir tatsächlich. Besteht auch die Möglichkeit oder kommt es zu der Situation, dass, ich sag mal, Einsatzpersonal, Notarzt beispielsweise sagt, ich spring mal drauf, bring mich mal nach vorne in einer Stausituation zum Beispiel in der Stadt? Also die Möglichkeit wird es bestimmt geben, da wir ja tatsächlich ehrenamtlich arbeiten und wir ja, ich sag mal, wie die Sanitäter, die ihren Sanitätsdienst zu Fuß verrichten, so machen wir ja letztendlich unsere Sanitätsstreifen mit den Motorrädern. Ne? Also es kann aber auch durchaus sein, dass wenn du mal irgendwie, also je nachdem, was du für einen Dienst hast und je nachdem, was du für ein Szenario hast, dass der Notarzt sagt, Mensch, ne, nimm ich, also ne, wie du sagst, lass mich mal hinten aufsteigen, wir fahren noch mal eben hin. Das kann tatsächlich auch schon passieren. Wir haben halt eben diesen großartigen Vorteil, dass wir dann deutlich wendiger und flexibler fahren und arbeiten können. Du hast eben auch schon gesagt, deine Arbeit ist ehrenamtlich. Was beinhaltet oder welchen Rahmen hast du mit deinem, ja, ich weiß, das ist ein großes Thema. Nee, alles gut. Aber einfach mal angesprochen, was beinhaltet deine Arbeit? Also meine Arbeit jetzt in der Motorradstaffel, ja, ich mache zusammen mit Lorenz halt bei uns die Staffelleitung. Das heißt, wir organisieren und planen Dienste. Personaltechnisch, ich habe leider mal irgendwann Motorradmechaniker gelernt bei Honda und habe auch bei BMW als Geselle gearbeitet. Also ich habe da so eine gewisse Affinität auch zu den Fahrzeugen. Also alles das, was wir an Instandsetzung selber machen können, machen wir selber. Von Inspektionen, Ventile einstellen, Kaltrippenriemen erneuern, Radlager wechseln, Lenkkopflager. Wenn du das nicht machst, wer übernimmt die Kosten, wenn so ein Motorrad in die Werkstatt geht? Ja, dann müsste das sozusagen der Verein übernehmen. Genau. Und wir haben tatsächlich den Vorteil, dadurch, dass ich das repariere, spart man natürlich auch ein bisschen Geld und hat man natürlich vielleicht auch die Möglichkeit, das eine oder andere dann nochmal anzuschaffen. Sehr, sehr geil. Okay. In welchem Bereich seid ihr, Johanniter, unterwegs? Ist das etwas, was unterstützend eingreift oder was Leitung übernimmt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich die 112 rufe, wo landet das? Kommt das definitiv zu euch oder entscheidet sich das nach Einsatzgebiet? Nein, also wie gesagt, wir machen das Ganze ehrenamtlich. Wir sind nur bei bestimmten Diensten da. Wenn du jetzt zum Beispiel was nehmen wir denn mal, den Schlager-Move oder auch den Christopher Street Jai.
Dann landet der Notruf in Hamburg bei der Feuerwehr. Die melden das dann sozusagen unserer Leitstelle, die ja vor Ort ist und sagt, Mensch, pass mal auf, da und da ist ein Einsatz. Und unsere Leitstelle, die vor Ort ist, kann kurz gucken und sagen, Mensch, pass mal auf, ich habe da zwei Motorräder um die Ecke. Und dann werden wir da hingeschickt. Ja, wir hören aber auch die ganze Zeit Funk mit. Das heißt, wenn wir auch mitbekommen, dass irgendwas um die Ecke ist, dann bieten wir uns halt auch an und sagen, Mensch, pass mal auf, wir stehen da, wir fahren da mal kurz hin, wir machen mal kurz. Das finde ich auch sehr interessant. Das war etwas, was ich persönlich noch gar nicht wusste. Mhm. Sehr, sehr cool. Genau, also wir sind eigentlich immer überall dabei. Okay. Jetzt noch kurz zu dir. Du bist Staffelleiter, hast du eingangs erwähnt. Was macht ein Staffelleiter? Ja, er leitet sozusagen den ganzen... das Ganze drumherum eigentlich so ein bisschen. Ne? Also wir vertreten natürlich dann die Motorradstaffel bei irgendwelchen Gruppensitzungen. Wir halt alles intern organisieren, Ausbildung, Fortbildung, Technik. Wobei ich sagen muss, tatsächlich das Gute ist bei unserer Motorradstaffel, also ich trage den Namen der Staffelleitung, aber wir machen das eigentlich, wir machen alles als Team. Das heißt, es werden auch Teamentscheidungen getroffen. Das ist jetzt nicht so, dass Loris und ich sagen, wir sind die Staffelleitung, das wird so entschieden, sondern wir bringen Ideen vor oder auch andere bringen Ideen vor und das diskutieren wir dann aus oder unterhalten uns darüber und sagen, jo, das macht Sinn, stehen alle dahinter, jo, ja, dann machen wir das so. Sehr interessant. Aufbauend auf deine Berufserfahrung, was könnten andere, also zivile Fahrzeuge, Motorradfahrer, Autofahrer im Straßenverkehr besser machen als oder wo werdet ihr, sag mal, ich möchte nicht sagen aufgehalten, aber behindert vielleicht eigentlich. Was könnten andere Verkehrsteilnehmer zukünftig deiner Meinung nach besser machen? Oder worauf sollte mehr geachtet werden? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Rücksichtsnahme. Also Rücksichtnahme untereinander. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Und da ist es egal, ob ich mit dem Motorrad mit Blaulicht ankomme. Da muss man auch mal ehrlich sein, wenn ich mir einige Motorradfahrer angucke, die auf der Autobahn meinen, sie müssen die vierte linke Spur aufmachen. Vielleicht nicht so toll und auch grundsätzlich immer irgendwie an der roten Ampel immer drängeln und dann da durch. Weiß ich nicht. Also ich finde mal, wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Es kann nichts so wichtig sein, dass man ja sowas machen muss, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin da vielleicht auch eher so ein etwas defensiverer Fahrer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich im Rettungsdienst arbeite. Also wenn ich nicht ehrenamtlich das Motorrad mit Blaulicht bewege, dann bewege ich einen Rettungswagen mit 5 Tonnen mit Blaulicht. Rücksichtnahme würde ich mir tatsächlich einfach mal grundsätzlich von allen Leuten ein bisschen mehr wünschen. Und dass die Leute vielleicht mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Der wäre regelmäßig empfohlen ist, regelmäßig den Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Welchen Zeitraum würdest du da vorschlagen? Also ich sag mal, es wird ja, wenn du es beruflich machst, machst du es ja alle 2 Jahre. Ob man das jetzt alle 2 Jahre machen muss, ist die Frage. Ich sag mal, wenn man als Motorradgruppe unterwegs ist, glaube ich, das wäre auch mal eine ganz nette Geschichte für einen Stammtisch, dass man sich mal zusammen anzählt, ja, sich so einen Erste-Hilfe-Kurs bucht. Weil man muss ja auch mal sagen, auch da ändert sich eine ganze Menge. Wenn du damals einen Führerschein gemacht hast mit 2x8 Stunden, bist du jetzt bei 1x8 Stunden. Und gerade, du hattest ja vorhin gefragt, Helmabnahme heißt das Thema. Ja, ganz ehrlich, du kannst es ja nur beherrschen, wenn du es trainierst. Und es kann ja durchaus passieren. Du musst ja gar nicht irgendwo auf der Rennstrecke sein. Es reicht ja einfach schon, wenn da mal ein Autofahrer pennt und ne, dein Kollege, Freund, Freundin sich mit dem Motorrad lang macht. So, die Erste Hilfe gibt dir ja einfach vielleicht ein Tool an die Hand, womit es vielleicht ein bisschen leichter einfach alles ist, weil du halt weißt, was du zu tun hast. Sehr, sehr geil. Ich habe vor einiger Zeit die Aussage getroffen, ich finde die Rennstrecke sicherer zum Motorradfahren als den öffentlichen Straßenverkehr, weil da der Helfer direkt vor Ort ist und nur in Anführungsstrichen wartet darauf. Ne? Und ihr müsst quasi zum Einsatzort erstmal kommen. Wie viel Zeit vergeht im Durchschnitt zwischen dem Notruf, ich brauche jemanden, und du bist bei mir? Das kommt darauf an, in welchem Bundesland du bist. In Hamburg hast du eine Hilfsfrist von 8 Minuten. Das heißt, du wählst die 112, nach 8 Minuten ist das Fahrzeug da. In Schleswig-Holstein hast du 12 Minuten. Ne, nach Notrufabgabe ungefähr 10 bis 12 Minuten später steht der Rettungswagen auch vor der Tür. Sehr, sehr geil. Jetzt abschließend vielleicht noch, wenn ich mich für deine Arbeit interessiere, selbst einsteigen möchte, aktiv mich beteiligen möchte, wie kann ich Teil der Johanniter werden?
Ja, du nimmst Kontakt zu uns auf. In unserem Fall wäre das motorradstaffel.hamburg@joanita.de. Führerschein, den müsstest du mitbringen und eine medizinische Qualifikation. Wenn du diese nicht hast, ist es gar nicht schlimm. Die Ausbildung erhältst du auch bei uns kostenfrei, weil wir, ja natürlich, wir fahren Motorrad, aber bei uns liegt der Schwerpunkt bei der Patientenversorgung und nicht beim Motorradfahren. Ja, also hier hast du natürlich einen Vorteil und kannst so ein bisschen Hobby, Spaß und auch was Sinnvolles kombinieren. Genau. Alles klar, Mario, vielen, vielen Dank. Ja, ich sag Dankeschön. Ich sag danke. Wenn ihr weitere Fragen habt, irgendwas, was ich noch nicht erwähnt habe, unten gerne in die Kommentare. Ich werde den Link zu diesem Video noch teilen, damit da Mario auf jeden Fall eure Fragen findet. Und ansonsten, Dankeschön dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.